Hallo meine Lieben, ich bin's wieder, Steffi oder auch Devilly Crochet. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, entweder wieder eingeschaltet habt oder ganz neu dabei sind. Das hier ist mein Videopodcast, in dem geht es um Handarbeiten, Häkeln, Stricken, Spinnen und um die ganzen Kleinigkeiten drumherum. Das heißt, hier wird auch ein bisschen was Privates erzählt und ja, ich glaube, dieses Video heute wird nicht ganz so lang. Wir sind ja am Sonntag aus unserem Koblenzurlaub zurückgekommen. Und seit gestern Mittag sind wir hier in unserem Garten in der schönen brandenburgischen Schorfheide. Und ja, ich habe nicht alle meine Projekte mitgenommen, also vor allem nicht die fertigen, weil mir das zu viel Geschleppe war. Ich werde euch was zu den Projekten ein bisschen erzählen und dann werde ich euch entweder ein Bild direkt einblenden oder hinten dranhängen. Das kommt drauf an, wie ich das mit dem Video hochladen mache. Ich habe nämlich meinen Laptop zu Hause gelassen und jetzt muss ich mal gucken, wie ich das hier so hinbekomme. Ja. Ich bin gerade ein bisschen K.O. oder kaputt. Guck mich ein bisschen anders hinsetzen hier. Ich war nämlich gerade mit dem Kleinen bei meiner Tante. Eigentlich wollten wir nur kurz vorbei Himbeeren essen. Ja, wir waren dann jetzt 3,5 Stunden dort. Haben wir noch Mittag gegessen und der Kleine ist jetzt ein bisschen aufgedreht, weil er irgendwie über den Punkt seines Mittagsschlafs hinaus ist. Aber mal gucken. Meine Männer, also mein Sohn, mein Freund und mein Bruder, die sind draußen gerade und versuchen unseren Pool zu reinigen. Wir haben nämlich leider das Problem, dass unser Brunnenwasser zwar gefiltert wird, aber in Kombination mit dem Chlor im Pool fällt doch noch das restliche Eisen aus dem Wasser und somit ist das Wasser orange. Also oben ist alles klar, aber das Eisen liegt halt auf dem Boden und dadurch sieht das gesamte Wasser orange aus. Wenn man das aber mit dem Glas sozusagen aus dem Wasser nimmt, ist das Glas, also ist das Wasser klar. Von daher liegt es wirklich nur auf dem Boden. pH-Wert, Chlorwert, Algenwert, die Werte stimmen alle. Ist also nur eine ästhetische Sache. Jetzt hat mein Freund einen Poolsauger gekauft und einen anderen Filter oder eine andere Pumpe. Muss ich mal fragen, was er für eine gekauft hat. Und dann waren die heute im Dachdeckerbedarf und haben schon mal die Dachpappe geholt. Und dann wird in den nächsten Tagen hoffentlich auch unser Dach endlich wieder dicht gemacht. Also komplett neue Dachpappe drauf. Und dann können wir anfangen, hier drinnen einen neuen Teppich zu machen und vielleicht ein bisschen zu malern. Eben die ganzen Wasserschäden zu beseitigen, die jetzt auch nichts Dramatisches sind, aber eben aus der Sicht der Schönheit, also es sieht halt nicht mehr ganz so toll aus. Aber gut, wir machen uns das schon schön und ja, genießen die Zeit. Ich hatte jetzt überlegt, ob ich das Video aufnehme oder ob ich vielleicht doch lieber ein bisschen an der Handspindel spinne oder weiter stricke. Aber ich glaube, jetzt ist gerade die Sonne auch ganz gut da, damit das hier einigermaßen mit dem Licht funktioniert und fangen wir mal an, ne? Als erstes habe ich fertige Produkte, die ich euch jetzt nicht zeigen kann, weil ich sie nicht mitgenommen habe. Aber wartet mal ganz kurz, ich habe eine Idee. Ja, ich habe gerade mal kurz auf Pause gedrückt. Leider funktioniert das nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt habe, weil ich leider mein Internetvolumen aufgebraucht habe. Aber ich kann euch zeigen, ich habe das verzwirnte Garn vom letzten Mal, was ich euch, oder vom vorletzten Mal, was ich euch gezeigt habe, habe ich jetzt entspannungsgebadet und auch gehaspelt. Das sieht so aus. Seht ihr das? Ne? Das ist 50% süddeutsches Merino und 50% Jakobsschaf. Und es sind 324 Meter auf 59 Gramm, entspricht so ungefähr 550 Metern auf 100 Gramm. Ich finde, es ist schon eine ganz gute Menge. Ich wollte euch eigentlich auch noch mehr Bilder zeigen, das also so machen mit dem Einblenden, aber da mein Datenvolumen irgendwie erschöpft ist, habe ich die Bilder jetzt leider nicht hier auf. Also kann ich euch die leider jetzt nicht direkt zeigen. Denn neben dem fertig entspannungsgebadeten, gehaspelten, vermessenen, eingedrehten und gewogenen Strang habe ich auch die zwei Spinnen fertiggestellt, von denen ich euch erzählt habe. Die
Music-Toy-Spinne Agatha nach einer Lydia Tresselt-Anleitung, also eine Lalulala-Spinne. Die habe ich einmal in einem dunklen Petrol mit einem etwas helleren Blau als Augenkreis und dann das hellere Blau mit einem dunklen Augenkreis. Werde ich euch dann einblenden oder gegebenenfalls hinten dranhängen, so wie ich das gesagt hatte. Ja, die dunkel-petrolfarbene war sozusagen eine Auftragsarbeit und die hellere Spinne war das der Prototyp sozusagen. Die darf jetzt mein Sohn haben und damit spielen. Der ist nämlich immer ziemlich traurig, wenn ich was Neues häkel und das dann weggebe. Er würde am liebsten alles behalten und so kann er den Prototyp behalten. Und meine Freundin, die Spinne bestellt und gewünscht hat und sich die Farben ausgesucht hat, die bekommt dann die Spinne. Dann habe ich neben der Spinnentiere, neben den beiden Spinnen, die für Spinnen wirklich, finde ich, recht niedlich sind, habe ich auch noch eine weitere Mütze fertiggestellt. Und zwar auf der Autofahrt von Koblenz nach Berlin. Im ersten Teil habe ich an meiner Babydecke weiter gehäkelt, die ich euch auch gleich noch zeige. Und dann ist mir eine Farbe ausgegangen. Und dann war aber noch ein bisschen Zeit und dann habe ich noch eine Mütze gehäkelt. Nach der gleichen Anleitung, die ich euch schon im letzten Video verlinkt habe, mache ich hier aber auch nochmal eben diese Summer Long Beanie oder wie auch immer die heißt. Im letzten Video schwarz-grau, in diesem Video ist sie Aubergine-grau. Und da muss ich mal gucken, weil die schwarz-graue würde ich schon ganz gerne behalten. Ob meine Schwester, die auf die andere Beanie halt ein Auge geworfen hat, auch die Aubergine-Graue nehmen würde. Ansonsten muss ich mal überlegen, welche von beiden ich abgebe. So. Das waren, glaube ich, die Sachen, die ich soweit fertiggestellt habe in dieser Woche. Ich bin nicht ganz so viel zum Häkeln gekommen in Koblenz, wie ich das eigentlich gedacht habe. Aber egal, wir hatten eine schöne Zeit, wir hatten Glück mit dem Wetter, nur der Kleine hat sich irgendwie eine Augenentzündung eingefangen oder es hat ihn irgendwas gestochen. Dann einen Tag hat er ein bisschen wie so einen Sonnenstich gehabt, da war nicht viel mit ihm anzufangen. Aber alles in allem war es toll. Dann habe ich ja schon gesagt, auf der Rückfahrt habe ich dann an der Decke weiter gehäkelt. Die hatte ich dann fast fertiggestellt, also da, ich blende euch das Bild irgendwann hier in dem Video ein. Da ist ein Herzchen zu sehen und da war ich beim letzten Mal und habe ich schräg hochgehäkelt und ich habe mich, wenn ich ehrlich bin, irgendwie im Auto vermessen. Ich dachte, ich hätte schon die 80 cm, waren es aber nicht. Es waren nur irgendwie 65. Und jetzt habe ich beschlossen, dass ich noch eine Umrandung drumherum häkel. Die ist jetzt ein bisschen wellig geworden. Da habe ich erst überlegt, ob ich es wieder... Also ich habe schon gesehen, dass es wellig wird beim ersten Teil der Umrandung. Da hatte ich überlegt, ob ich das wieder aufmache und gerade häkel. Aber ich finde es eigentlich ganz schön, wenn das so ein bisschen so eine Wellenkante hat. Und ja, ich denke mal, aber auch beim Waschen und Spannen geht die sowieso wieder raus. Und wenn sie nicht rausgeht, finde ich das ganz süß. Das ist wie so eine Rüschenkante, wie so eine angehäkelte Rüschenkante. Und da werde ich die Umrandung jetzt so lange häkeln, bis ich auf ca. 80 x 80 cm komme. Wenn es ein bisschen weniger ist, ist nicht schlimm. Es wird ja größer beim Waschen und Spannen. Wenn es ein bisschen kleiner ist, es wird ja größer. Und wenn es größer ist, dann ist es halt so. Aber dass ich dann nach dem Waschen und Spannen auf ungefähr 80 x 80 cm komme. Ich denke, die werde ich dann auch diese Woche fertigstellen. Die habe ich jetzt nicht mitgenommen, weil es mir einfach zu warm ist, um an so einer Decke zu häkeln. Wir haben hier heute gerade wieder, also das Handy sagt 21 Grad. Ich bin der Meinung, wir haben bestimmt 24 Grad. Keine Wolke am Himmel, purer Sonnenschein. Also herrliches Wetter, wirklich herrlich. Ja, dann habe ich an einigen Sachen weiter gehäkelt. Und zwar als allererstes an meinen Socken. Es ist immer noch die erste Socke für den Mann meiner Arbeitskollegin. Aber, es wird langsam. Beim letzten Mal war ich hier und das kam jetzt noch mit zu. Also es ist nicht mehr so viel, was ich am Spann machen muss. Und dann kommt die Spitze und dann ist die erste Socke fertig. Also Größe 43, 44 dauert halt etwas.
Aber ich muss immer wieder sagen, es macht so Spaß, die zu stricken, auch auf dem Adi-Sockenwunder. Einfach weil ich auch die Musterung von der Wolle so schön finde. Die habe ich selber gefärbt und die wildert so ein bisschen. Ne? Die wildert so streifig. Hier ist so der blaue Absatz, dann der grüne, hier wieder grün und also finde ich total toll. Finde ich richtig toll. Und ich freue mich schon aufs nächste Färben. Ich werde mir jetzt wieder Färbematerial bestellen. Also ihr könnt euch freuen, dann seht ihr in ein paar Wochen, so schnell wird es nämlich wohl nicht gehen, weil auch einige Garnhersteller erstmal Sommerferien haben. So wie es aussieht, wird es dann Färbungen geben auf der High Twist von Atelier Zitronen, auf der Sechsfach-Sockenwolle von Atelier Zitronen und auf entweder der normalen Vierfach-Sockenwolle oder der gebleichten. Könnt ihr mir gerne einen Kommentar hinterlassen, was ihr interessanter, was ihr besser finden würdet. Und dann werde ich auch noch von Lanatos die Fine Merino Socks Base kaufen. Da weiß ich aber noch nicht, ob ich die Vierfach oder die Sechsfach nehme. Ich tendiere eher erstmal zur Vierfach. Also da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Ich habe auch schon Ideen, was ich so färben möchte. Und ja, ich bin da schon sehr zuversichtlich, dass da was Schönes bei rauskommen wird. Ich glaube, ich rase heute ganz schön durch das Video, ne? Falls ihr so ein konstantes Brummen hören solltet, das ist unsere Wasserpumpe aus dem Keller, beziehungsweise Wasserpumpe und oder Filter. Scheinbar wird im Pool Wasser nachgelassen. Ich kann das jetzt auch leider nicht ändern. Ich hoffe, das ist nicht allzu doll zu hören. Ich habe mir auch, wie es ja schon einige YouTuber haben, also ich weiß, dass die Jenny von Jodrusch von Häkeln und Stricken mit Jenny, die hat so ein Mikrofon zum Anklipsen und die Ellie von Verstrickt und Zugenäht hat so ein Mikrofon und Ellie, ich habe es hier noch nicht drunter geschrieben, weil ich relativ schlechtes Internet immer unterwegs habe, weil ich halt mein Volumen aufgebraucht habe und hier in der brandenburgischen Pampa bin. Ich liebe die Pampa hier. Kleiner Spaß. Man versteht dich wirklich besser mit dem Mikrofon. Also ich finde es super und ich habe mir jetzt auch eins bestellt, aber nicht über Amazon, sondern über Wish. Ich will mal probieren, wie das so dann ist. Ja, dann habe ich noch einen weiteren Fortschritt zu zeigen. Es ist nicht so viel, aber ne, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen oder so, oder Stück für Stück. Und zwar mein Lieblingsprojekt. Meine Tante Rientje, du wirst wieder lachen. Ne? Jeden Tag hat die mich ein Kumpel gefragt, und? Schon am Schal weitergestrickt, und? Schon am Schal weitergestrickt. Da, wo der rote Maschenmarkierer ist, da war ich das letzte Mal und jetzt habe ich so knapp 28 Reihen weiter. Ne, es sind sogar mehr als 28 Reihen. Ich glaube, ich muss jetzt noch vier? Moment. Nein, zwei Reihen in Schwarz stricken und dann habe ich auch wieder ein so ein ganzes Kästchen fertig. Also ein und ein Viertel Kästchen habe ich dann oder Streifen habe ich nicht gehäkelt, gestrickt auf mein 4 mm Sink mit den auswechselbaren Seilen. Und ich merke doch immer wieder, dass ich gerne Nadeln hätte, wo sich die Seile mitdrehen. Ich weiß gar nicht, war das bei den Addis oder bei den Haya Haya oder bei Chiago? Irgendwo waren doch so mitdrehbare Seile. Kann mir ja mal, wenn das jemand weiß, mir das unten drunter schreiben. Würde mich interessieren und auch, ob die fest sind, also mit festen Seillängen, oder ob es die drehbaren Seile auch mit als Wechselnadelsystem gibt, weil das finde ich eigentlich echt klasse. Und wäre schön, wenn ich mich da nicht entscheiden müsste zwischen drehbaren Seilen aber fest oder wechselbaren Seilen aber locker. Ja, mehr Fortschritte kann ich euch dann jetzt auch gar nicht zeigen, glaube ich. Ich trinke mal noch einen Schluck und überlege und versuche mal hier, ob jetzt, wo die Sonne oder die Wolken, die Wolken sind ja gar nicht da, wo es alles ein bisschen gedreht hat, ob ich da vielleicht auch zugreifen kann auf mein Instagram-Account, weil leider habe ich anscheinend Bilder, die ich euch zeigen wollte, falsch hochgeladen. Ich habe ja zwei Accounts, einen privaten und einen, wo ihr eigentlich nur meine Handarbeiten seht.
Und irgendwie habe ich einen Teil auf dem privaten Account hochgeladen, der eigentlich auf den Handarbeitskanal sollte. Aber egal. Ich trinke erstmal einen Schluck und denke nach. Ja, ein schöner süßer Becher aus Koblenz. Also der ist jetzt wirklich hier mit der Katze. Der ist jeden Tag im Einsatz, seitdem ich ihn habe. Den finde ich total toll. Und ich bin in mich gegangen gerade beim Trinken und ich habe wirklich an nichts weiter gestrickt oder gehäkelt. Also meine Sterntischdecke ist jetzt noch nicht weiter. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ich musste gerade auf Pause drücken, weil mein Freund das Geschirr rausgeholt hat. Die haben jetzt nämlich zum Mittag gegrillt. Achso, ja, ich habe an der Sterntischdecke, genau an der habe ich jetzt noch nicht weiter gehäkelt. Da hatte ich irgendwie nicht so Lust und Muße dafür. Dafür habe ich am Dienstagabend einen Rappel bekommen und wollte unbedingt spinnen. Auf meiner Handspindel hat es nicht so funktioniert. Irgendwie mag die mich zurzeit nicht oder ich sie nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das wollte nicht so, wie ich wollte. Und dann habe ich mein Spinnrad rausgeholt und wollte den Strang, den die liebe Elli mir geschickt hatte, verspinnen. Ist mir ständig gerissen und gerissen und gerissen. Und dann ging mir das so auf den Nerven. Und dann habe ich einen Spinndonut rausgesucht, so einen kleinen. Den werde ich euch auch einblenden oder eben nachher dranhängen. Und als ich dann den Anspinnfaden gewechselt habe, den ein bisschen länger gemacht habe, ging das auch. Und ich wollte ihn nur anspinnen, den Spinndonut, und habe ihn dann komplett versponnen. Also es waren 18 Gramm. Und das Bild, wie er versponnen aussieht, zeige ich euch jetzt. Oder hängt es hinter den Spinndonut. Wundert euch nicht, es sieht sehr lila-grünlastig aus. Das ist einfach die Schicht von dem hellen und dem rosanen. Das ist weiter unten. Ich habe das immer so streifenweise abgezogen und hatte dann halt öfter einen weiß-rosa Streifen, einen grün-weiß Streifen, so ein, na, dieses Dunkle, was ihr seht, das ergibt dann das Lila, wenn das mit ein bisschen Weiß gemischt wird. Und so habe ich da halt so ein bisschen so einen Farbverlauf mit drin. Und ich habe versucht, den immer beim Abziehen schon so ein bisschen farbtechnisch zu ordnen, damit es nicht einfach braun wird. Also ich habe nichts gegen Braun, aber damit es nicht einfach so ein kompletter Mischmasch gibt, weil von jeder Farbe immer ein bisschen drin ist, sondern die Farben wollte ich schon so ein bisschen definierter haben. Ich kann sogar mal gucken. Ich glaube, den Spinndonut habe ich hier auch mit meinem anderen Telefon fotografiert. Dann brauche ich euch das gar nicht anhängen. Muss jetzt nur gucken. Es hat halt, mein Handy hat halt unterschiedliche, meine Handys haben unterschiedliche Funktionen, was so angeht, wo die ganzen Icons sind und wie die Icons aussehen und der ganze Kram. Genau, den Spinndonut habe ich jetzt hier nicht. Ich glaube, den habe ich aber hier. Es tut mir so leid, dass ihr jetzt mal warten müsst, aber ich glaube, das macht ihr gerne, oder? Hier mal ein bisschen mir beim Zeitschinden zuhören. Also viel kommt dann auch gar nicht mehr an Handarbeitsgequatsche, würde ich fast sagen. Bin nämlich gerade in der YouTuber WhatsApp-Gruppe und ich muss mal kurz wieder auf Pause machen. So, weil jetzt mein Bruder gerade reinkam und sich noch ein Gläschen geholt hat und es doch ein bisschen länger gedauert hat, konnte ich die Zeit aber nutzen. Das ist der Spinndonut. Ne? Schön bunt. Und ich probiere es mal so. Das ist das gesponnene Garn. Ich habe es mit der Kamera auch nicht ganz richtig einfangen können von der Farbe her. Aber das ist sozusagen das, was daraus geworden ist. Ich kann noch mal kurz gucken, ob ich hier auf Facebook zufällig noch das andere Bild habe.
Wir lernen. Genau, ich bin nämlich auch in der Wir lernen Spinnengruppe von der Michelle, von Michelles. Na, von der Wolfie. Tut mir leid, dass ich jetzt. Ich komme schon durcheinander mit den ganzen. Mit den ganzen Podcast-Namen. Also Kuscheliges von der Wolfie und Michelles Häkel- und Strickuniversum heißt das, glaube ich. Was will jetzt gerade nicht laden. Aber es ist eben jetzt eine lila-grün Phase auf der Spule gewesen. Das war auch das Gesponnene, die habe ich jetzt erstmal zu Hause gelassen, auch die Spule. Die kann sich jetzt so ein bisschen aushängen, entspannen. Und dann habe ich noch eine Sache angefangen, hier, gestern. Und zwar, nicht lachen. Nicht lachen, bitte. Alle, die versaute Gedanken haben, schaltet die aus. Es ist nicht das, wonach es aussieht. Ja? Das wird, da hängt ein Haar von mir dran und noch ein Haar und noch eins. Das wird ein Schwan, beziehungsweise eine Gans, aber mein Sohn bezeichnet das ja als Schwan. Er hat es auch schon durch den Dreck gezogen, also auf der Terrasse damit gespielt und im Sand. Ist schon ein bisschen dreckig, obwohl es noch nicht fertig ist. Ich hatte euch ja das Buch gezeigt, das ich mir in Koblenz gekauft habe. Von Carola Behn. Quietscheentchen, Schnatterduos zum Häkeln. Quietscheentchen im Doppelpack. Das ist das Buch. Und mein Sohn hatte sich ja direkt zwei gewünscht. Ich denke, die darf ich auch zeigen. Das ist ja nichts von der Anleitung. Und zwar die Gans und die Ente. Und er nennt es immer Schwan. Und deshalb nenne ich das jetzt auch Schwan. Und ich habe jetzt sozusagen den Kopf und den Körper gehäkelt. Und dann kommt der Bürzel hinten noch dran. Und der Schnabel. Ich verstehe nicht so ganz, warum man den Bürzel nicht direkt dran gehäkelt hat. Aber ja, irgendwas hat die Dame sich dabei schon gedacht. Da werde ich dann heute also auch noch weiter häkeln. Und dann habe ich auch noch ein anderes kleines Häkelprojekt im Kopf, was ich danach machen möchte. Kann ich euch jetzt aber nicht sagen, weil das für eine Freundin ist, die eventuell auch meine Podcasts guckt. Also Ellie, nicht du. Du bist es diesmal nicht. Sondern eine andere Freundin und das soll eine kleine Überraschung für sie sein. Ja. Dann sind ja sowieso noch geplant Babymützchen und Babyschüchchen. Vielleicht, wenn ich noch Wolle übrig habe, passend zu der Babydecke, die ich gerade häkel. Und ja, dann habe ich ja auch noch Socken auf den Nadeln. Eben meine Toe-Up-Socken, die leider auch noch nicht weiter gekommen sind. Da habe ich ja die eine fertig, ne? Auch selbst gefärbt von mir, die Wolle. Da hänge ich immer noch, naja, ein bisschen weiter. Ein bisschen habe ich, ne? Ich lasse das mal jetzt hier drin. Beim letzten Mal war ich hier und ich habe hier ein paar Reihen hochgehäkelt. Gehäkelt. Gestrickt. Gestrickt, nicht gehäkelt. Und dann noch, das ist noch vom letzten Mal, da habe ich den Maschenmarkierer gar nicht, oder den Fortschrittsmarkierer nicht umgehangen. Na, beim letzten Mal war ich hier, bin ich auch immer noch, meine Ballerinasöckchen. Ich brauche da ein bisschen Zeit und Ruhe und Muße für, um mit der Anleitung, um mich in die Anleitung einzulesen, weil ich eben auch noch nicht so gut mit diesem Magic Loop und so klarkomme. Beziehungsweise jetzt geht es hier, glaube ich, nur noch erstmal in Reihen, nur hin und zurück. Aber da brauche ich noch ein bisschen Ruhe. Und das kann ich nicht, wenn mein kleiner Käfer und mein Freund um mich rumhüpfen. Das geht da nicht. Hey, bitte wundert euch nicht, wenn ich jetzt auf einmal einen ziemlich krassen Schnitt im Video habe. Ich war eigentlich schon fertig mit dem Video, habe schon die Verabschiedung alles gedreht. Deshalb schiebe ich das jetzt einfach irgendwo in dem Video dazwischen. Mir ist nämlich eingefallen, dass ich schon wieder vergessen habe, euch von toller Wolle zu berichten, die bei mir angekommen ist. Und es kam in der Zwischenzeit auch noch eine Kleinigkeit an. Und ich will euch das einfach nicht vorenthalten. Als allererstes rutsche ich mal so ein bisschen hier rüber, dann kann ich nämlich die Bilder schön hier an der Seite einblenden. Ich habe es nämlich gerade probiert mit einem Programm auf dem Handy und es geht auch. Also kann ich euch die Sachen schon zwischendrin einblenden. Und zwar habe ich vor, ich glaube, 3 Wochen dem lieben Ronny von Knit Something 2 Stränge abgekauft.
Und zwar die 6-Karat-Wolle von Schoppel. Und das ist eine extra fein Merino-Wolle mit 600 Meter auf 100 Gramm. Und die Farben sind einmal Kleingedrucktes und einmal Gib mehr Grün. Ich hätte gerne noch den dritten Strang gehabt. Ich glaube, der hieß Stadt, Land, Fluss. Aber da war ich nicht schnell genug. Den hat eine andere Dame gekauft vor mir. Aber ich bin trotzdem froh, diese beiden Stränge bekommen zu haben. Die sind schön weich und jetzt muss ich mir nur noch was einfallen lassen, was daraus wird. Aber es wird bestimmt irgendein schönes Kuscheltuch und ja, da freue ich mich schon drauf, die zu verarbeiten. Also danke, lieber Ronny. Super, dass du sie aussortiert hast. So ist meine erste Schoppelwolle bei mir eingezogen. Und dann auch noch so eine schöne, voll mein Beuteschema von den Farben. Und dann kam, als ich im Urlaub war, ein kleines Paket von der lieben Michelle von Michelles Strick- und Häkeluniversum. Die hatte ich ja vorhin schon mal erwähnt. Und sie hat mir unter anderem ein Lana Grossa Sockenwollknäuel geschenkt und geschickt. Und zwar in der Farbe Ashbury, glaube ich. Und das ist ganz normale Lana Grossa Sockenwolle. Und dann hat sie mir noch Spinnfasern beigelegt in dunkelgrau. Und zwar ist das, jetzt muss ich mal kurz auf mein Handy spicken, Gotland und Blue Faced Leicester. Ich glaube, also BFL. Und finde ich total schön und total interessant. Mal gucken, vielleicht wird das auch ein Zwirngarn, also etwas, was ich dann mit was Buntem verzwirne. Ich finde es sehr schön, wenn sich so hell und bunt mit was Einfarbigen, am liebsten dunkel, abwechselt und da passt das ganz gut. Und dann hat sie mir noch mit reingepackt ein paar Handmade-Labels und einen ganz, ganz süßen Maschenmarkierer mit einer Katze im Mond. Erinnert mich so ein bisschen an Sailor Moon. Und ich als absoluter Katzenfreak, Fanatiker, Liebhaber habe mich darüber tierisch gefreut. Also liebe Michelle, Dankeschön dafür und ich muss mal gucken, wie ich mich für die tollen Sachen revanchieren kann. In diesem Sinne wird es jetzt weitergehen. Ich weiß noch nicht, wo ich das hier reingeschmissen habe. Es wird für euch ein kleiner oder auch großer Cut sein. Nehmt es mir nicht so übel. Es sind widrige Umstände ohne meinen Laptop. Und ja, viel Spaß beim Weitergucken. Dann noch eine Sache. Mein Sohn hat mein Maßband kaputt gemacht in Koblenz. Das war dieses Maßband, was aussieht wie so ein kleiner. Ja, wie so ein kleiner Bär, der war in der Simply Nähen drin, wo die Zeitschrift, also Amigurumis Nähen. Da habe ich die Zeitschrift nur geholt wegen dem Maßband. Die kam, glaube ich, 12,95 €. Hatte der Nittikus in einem seiner Videos gezeigt und ich habe mich so in das Maßband verliebt, dass ich das also unbedingt auch kaufen musste, obwohl ich schon wusste, dass ich niemals nicht, gut, niemals nicht, sag niemals nie, dass ich eigentlich nicht vorhabe, jetzt Amigurumis zu nähen. Und ich wollte nur das Maßband haben und jetzt da konnte man das Ohr rausziehen und dann kam diese Messskala raus und er hat's abgerissen. Ich habe dann das Ohr wieder, das Maßband ums Ohr innen drin gelegt und angenäht, aber da hängt jetzt immer noch so ein Stück raus und ich war dann echt so traurig. Und mein Freund, der sich eigentlich überhaupt nicht für meine Handarbeiten interessiert, der sozusagen froh ist, wenn ich damit nicht zuquatsche, außer sein Schal, den hat er sich ja gewünscht, der hat mir dann ein neues Maßband bestellt. Der hat sich da wirklich Gedanken drüber gemacht, dass ich so traurig war und hat mir. Er will mir nicht verraten, wo er es her hat. Ne? Wenn man den Schwanz rauszieht, kommt Inches und das normale Skala. Und hinten kann man raufdrücken und dann geht's wieder rein. Hat sich da wirklich Gedanken drum gemacht und ich denke mal, die hat er von Amazon. Also eigentlich bestellt er nirgendwo anders als von Amazon. Dann habe ich hier auch nochmal. Da ist nochmal ein Bild vom Strang im Tageslicht. Ne? Ja, vom Strang. Von dem gehäkelten. Von dem gesponnenen. Von dem Singlegarn noch. Ich muss noch gucken, wie ich es verzwirne. Auf jeden Fall hat er mir so ein kleines süßes Maßband noch gekauft. Und fand ich total süß.
Ja, wir werden jetzt noch ein paar Tage hier im Garten verbringen und dann heißt es für mich ab Montag auch schon wieder arbeiten und für den kleinen Kita. Mein Freund hat noch 3 Wochen Urlaub. Vielleicht schaffen wir es da in unserer Wohnung in Berlin noch vielleicht den Flur zu renovieren. Der sieht doch durch die Katzen und den Kleinen sehr mitgenommen aus. Sprich, Tapete abgekratzt, abgerissen, mit Buntstiften bemalt. Ja, mal gucken, ob wir da noch was hinkriegen. Wenn nicht, ist auch nicht so wild. Rennt ja nicht weg. Ja, und ansonsten würde ich sagen, haben wir diesmal eine ruhige, knackige, kurze Folge. Gut, ruhig vielleicht nicht so sehr, aber kurz und knackig. Und dann wünsche ich euch noch eine schöne Restwoche. Wir sehen uns nächste Woche Donnerstag oder Freitag wieder. Und ich muss mal gucken, wie ich das Video jetzt hochgeladen bekomme. Ich werde mal bei meinen Eltern vorbeigehen ins WLAN und das dann dort irgendwie versuchen. Wenn das nicht funktioniert, seht ihr das Video wahrscheinlich erst am Sonntag oder in der Nacht von Sonntag zu Montag. Jetzt ist gerade Donnerstag und ja. Lassen wir uns mal überraschen. Auf jeden Fall nächste Woche Donnerstag gibt es dann, Donnerstag, Freitag, gibt es dann das nächste Video, wenn nichts dazwischen kommt. Und wünsche euch eine schöne Restwoche, ein schönes Wochenende und ich sage dann mal Tschüss, danke fürs Einschalten. Ihr könnt mir gerne noch Kommentare, Kritik, Anregungen hinterlassen. Die Kontaktdaten und alle Anleitungen und erwähnten Kanäle findet ihr dann hier unten in der Infobox. Ciao!